Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rolex Sesh Box von Oleg Sesh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rolex Sesh von Oleg Sesh. Wir haben hier auf der Folie einen Aufkleber, Rolex Sesh Fanbox inklusive Rolex Sesh Album plus radioaktiv Bonus-CD, Uhr, Poster und Sticker. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien und uns dann im Detail ansehen. Da dieser Sticker ja jetzt mit der Folie verloren geht. Wir haben eine schwarze Box, relativ flach das Ganze, eine kleine handliche Box mit goldenem Aufdruck Rolex Sesh. Hier an der Seite lesen wir nochmals Oleg Sesh. Hier wieder Rolex Sesh und hier auch nochmals. Hier wieder nur Oleg Sesh. Und auf der Rückseite im Querformat das Ganze nochmals aufgedruckt, also Albumtitel. Darüber 385 ideal präsentiert. Dann hier die Credits zum Album und ein Barcode. Das Ganze eine Klappbox. Wir machen es hier auf. Dann haben wir als erstes mal einen Tourflyer zur Rolex Sesh Tour bzw. zu seinen Social Media Auftritten. Dann haben wir Sticker, 3 Stück an der Zahl. Das dürfte dann wohl das Poster sein. Instrumentals, Album plus Radioaktiv Tape und dann wird hier wohl die Uhr drin sein. Von innen glatt schwarz. Legen wir mal zur Seite. So, nachdem das Album noch eingeschweißt ist, hier haben wir auch wieder einen Aufkleber und hier lesen wir inklusive Radioaktiv Tape, werden wir das auch mal aus der Folie holen. So einfach. So, aber jetzt. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen Pappschuber und in dem sind die beiden CDs, die zwei Alben drinnen. Also wir haben hier auf dem Cover Oleg Sesh oben ohne abgebildet mit Goldketten und goldener Rolex am Handgelenk. 385 ideal präsentiert. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist der beiden Alben. Also einmal 16 Tracks, das Hauptalbum Rolex Sesh und dann haben wir nochmals 11 Tracks extra beim Radioaktiv-Tape oder beim Bonusalbum. Wir haben hier auf dem Hauptalbum Features von Capital, Nemo, Azad, Celo und Abdi, Hannibal, UFO 361 und Rata und Bones MC. Und auf dem Radioaktiv-Tape haben wir Tracks von Aye, Edin, Yoni, Karen, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht, Chase und nochmals Aye. Gut, das Ganze in Schwarz und Gold gehalten. Wir kommen zum Hauptalbum, nämlich zu Rolex Sesh. So sieht das aus, genauso wie auf dem Pappschuber. Hier wieder das Logo. Und auch hier wieder auf der Rückseite die Tracklist. Hier lesen wir noch Oleg Sesh, Rolex Sesh. Auch hier die Tourdaten nochmals. Und dann werfen wir mal kurz einen Blick in das Booklet, wenn wir es rausbekommen. Das ist immer so eine Sache. Am besten gehen die Booklets ja immer bei den Super Jewel Cases raus. Und bei den normalen Jewel Cases ist das manchmal etwas mühsam. So, nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Wir haben hier Oleg Sesh abgebildet, wie ihm gerade der Kopf rasiert wird. Und dann haben wir, wie so oft, die Infos hier aufgelistet zu den einzelnen Tracks. Also, wer war an dem Track beteiligt, wer hat das Ganze produziert, etc. Schön gemacht hier mit dem Gold. Also gefällt mir von der Optik sehr gut. Dann hier über beide Seiten Oleg Sesh Gold behangen. Weitere Tracks, weitere Aufnahmen in Schwarz-Weiß. So sieht das aus.
Also es wirkt auf jeden Fall sehr edel, das Booklet, passend zum Titel bzw. zum gesamten Artwork. Das ist es schwarz und gold. Sehr schön gemacht. Booklet geben wir zurück. Dann haben wir die CD. Die sieht so aus. Also, wir lesen hier Rolex Ash 385i. Rückseite blank. Und dann haben wir natürlich noch das Radioaktiv Bonusalbum. Hier Oleg Sesh, auch wieder oben ohne, allerdings mit so einem Pelzmantel, mit so einer Jacke abgebildet. Und hier haben wir nicht, wie vorhin, dieses X, das Logo, sondern in diesem Fall Radioaktiv stehen. Natürlich auch hier wieder die Tracklist zu finden und auf der Seite lesen wir Oleg Sesh Radioaktiv. Die CD sieht so aus. Und auch wieder blank schwarz. Und das Booklet in diesem Fall sehr minimalistisch gehalten. Zwei Seiten mit den Infos zu den einzelnen Tracks. Und dahinter 385i. So, Booklet machen wir wieder rein. Tourflyer, wie gesagt, Oleg Sesh auf Tour. Schaut euch die Dates an, eventuell bei euch in der Nähe könnt ihr mal vorbeischauen. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Rolex Ash Instrumental CD. Auch hier wieder die gesamte Tracklist abgedruckt. Das Ganze, wie auch schon die Album-CDs gestaltet. Und wie man es so oft hat bei Instrumentals, in einem Papphülle. Dann haben wir drei Sticker. Einmal den Logo-Sticker in Schwarz-Gold, kreisrund. Dann einen 385i-Sticker im Querformat. Und einmal einen Sticker mit dem Cover von Rolex Ash, quadratisch. Dann haben wir noch ein Poster. So. Boah, das ist ganz schön groß. Also, wir haben hier einmal Oleg Sesh abgebildet, wie auch schon auf dem Cover von Rolex Sesh. Hier im Hochformat, oben ohne, mit Goldschmuck. Und hier unten lesen wir dann 385 ideal präsentiert, Rolex Sesh, Oleg Sesh. Und auf der Rückseite haben wir natürlich dann nochmal das Cover, was wir vom Radioaktiv-Album kennen. Also hier wieder mit der Jacke, mit dem Mantel. So sieht das aus. Louis Vuitton-Gürtel und Versace-Unterhose. 385 ideal präsentiert. Rolex Sesh. Also je nachdem, welches Cover euch besser gefällt, ob es jetzt das Cover von Rolex Sesh ist oder von Radioaktiv, könnt ihr euch natürlich für eine der beiden Seiten entscheiden. Beide, wie gesagt, im Hochformat. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch dieses Etui hier, diese kleine Schachtel. Oleg Sesh lesen wir hier in Gold auf Weiß. Machen wir das Ganze mal auf. Und dann kommt uns die goldene Uhr entgegen, samt einem Beipackzettel. Das wird wohl die Gebrauchsanweisung sein. Gut, die ersparen wir uns jetzt mal. Die Uhr hier nochmal separat in so einer Plastikhülle eingeschweißt. So, mache ich mal kurz meine Uhr runter. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine goldene Uhr. Oleg Sesh lesen wir hier. Und ansonsten sehr feine Glieder hier. Das gesamte Armband. Es ist eine Digitaluhr, Digitalanzeige.
muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Fan von Digitaluhren, aber werden sie trotzdem mal kurz anlegen, ist die Frage. Wie dieser Verschluss hier genau funktioniert. Also wir haben hier zwei Teile. Ah, das habe ich sogar geschafft. Auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, wie das Ganze aufgeht. So einen Verschluss noch nie in der Hand gehabt. Ja, also der Verschluss ist nicht ganz so mein Fall, aber wenn wir uns das ansehen, von hinten das Ganze hier Metallic Silber, ansonsten die Uhr wirklich rundum goldfarben, digitale Anzeige. Also ich persönlich würde diese Uhr nicht tragen, aber sie ist natürlich ein nettes Extra und passend zum Titel Rolex-Ash, wie auch immer, dass man da irgendwie eine Uhr dabei hat. Hätte mich natürlich über eine echte Rolex mehr gefreut, aber dann hätte es die Box auch nicht zu diesem Preis gegeben. Gut, wir fassen zum Abschluss nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Und bevor ich es vergesse, es gab ja auch noch eine zweite Variante der Box. Nicht nur mit der Uhr, sondern es gab noch eine zweite Box mit T-Shirt und Schlüsselband, die ich ebenfalls habe. Werde ich euch in einem anderen Video dann noch präsentieren, was jetzt genau von dem T-Shirt und dem Schlüsselband zu erwarten ist. Also, wir haben hier einmal diese goldene Digitaluhr, dann das Poster im Hochformat beidseitig bedruckt, die drei Sticker, die Instrumentals in der Papphülle, das Radioaktiv-Album und das eigentliche Album Rolex Ash, die beide in diesem Pappschuber hier kommen. Das alles in dieser wunderbaren Box Rolex Ash von Rolex Ash. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rolex Ash unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.